Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem ja allerersten YouTube-Video. Ich bin mega aufgeregt, ich habe noch nie ein Video so richtig auf YouTube hochgeladen, deshalb seht es mir nach, wenn es nicht das perfekte Video wird. Ich habe mich echt angestrengt mit der Belichtung und versuche mich auch ja kurz und knapp zu fassen, damit es hier nicht ewig lange geht. Ich mag auch selber keine zu langen YouTube-Videos gucken und versuche mich aufs Wesentliche zu beschränken. Und dachte mir, in meinem ersten Video geht es letztendlich erstmal nur um mich, damit ihr überhaupt mal wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und ja, von daher, mein Name ist Romina, ich bin aktuell noch 32 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Wir leben zusammen als Familie im schönen Bayern in der Nähe von Regensburg in einer Doppelhaushälfte zur Miete und uns geht es eigentlich richtig, richtig gut. Ich habe vor über einem Jahr eine richtig coole Entscheidung für mich, unsere Familie und ja unsere weitere Zukunft getroffen. Ihr müsst wissen, ich komme eigentlich aus dem klassischen Angestelltenverhältnis. Das heißt, ich habe kaufmännische, also Bürokauffrau gelernt und habe auch ganz, ganz lange in diesem Beruf gearbeitet. Ich habe ihn geliebt, ne? Ich habe den richtig gerne gemacht, ich habe gerne Überstunden gemacht. Ich hatte einen tollen Chef, ein tolles Unternehmen, also war mega, mega glücklich. Ja, wir haben dann geheiratet, ich bin schwanger geworden, bin natürlich ganz klassisch in die Elternzeit gegangen, habe nur noch 65% von meinem Gehalt verdient, das Ganze noch auf 2 Jahre gesplittet. Die Mamas kennen sich da vielleicht ein bisschen aus, wie das ist mit diesem Elterngeld. War also nicht mehr so mega toll und ich war auch schon immer jemand, der mega gerne arbeiten ging. Und wir haben einfach auch unsere Wünsche und Träume als Familie. Wir wollen uns irgendwann mal auch ein eigenes Haus kaufen können. Deshalb war für mich auch klar, dass ich nach 18 Monaten wieder arbeiten gehe. Ich habe damals tatsächlich eine 20-Stunden-Stelle in meinem gelernten Beruf gefunden, habe also 20 Stunden im Büro arbeiten können. Habe mich damals total gefreut über dieses Angebot und habe es mir eigentlich ja, mega schön ausgemalt. Ne? Mein Kind in der Betreuung und derzeit gehe ich arbeiten und verdiene einfach den Teil dazu, damit ich auch was zum Haushalt beitragen kann. Ja, nur leider hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich war, ja, es hat mich mega unglücklich gemacht sogar. Es war einfach mit diesen festen Arbeitszeiten und dem kleinen Kind, die Flexibilität, die man vor den Kindern hat, die ist einfach nicht mehr gegeben. Ne? Und man gibt natürlich auch alles für seine Kinder und das war richtig, richtig schwierig für uns damals zu handeln. Meine Kleine war ganz, ganz oft krank in der Zeit und man gibt natürlich auch kein krankes Kind in die Betreuung oder zur Oma. Deshalb ruft man halt irgendwie alle 4, 5, 6 Wochen beim Arbeitgeber an und meldet sich wieder für ein paar Tage krank. Immer ein richtig, richtig mieses Gefühl, wenn man sich da bei seinem Chef melden muss und ja krank melden muss. Mal davon abgesehen, dass die Krankenkasse ja irgendwie nur 10 Tage im Jahr für Kind krank übernimmt. Das war ja noch so nebenbei auch richtig, richtig kacke einfach nur. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Stelle damals dann tatsächlich gekündigt. Das war für uns die richtige Entscheidung. Es hat die Situation total entspannt, aber das Geld hat natürlich gefehlt. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals irgendwie 850 Euro netto oder so verdient. Ne? Das ist ein ganzer Batzen Geld, der da eben wegfällt. Und deshalb habe ich für mich nach einer Lösung gesucht, ja, um dem Ganzen wieder gerecht zu werden. Für mich war klar, nicht mehr zurück in ein festes Angestelltenverhältnis. Ich war in der Zeit dann auch schon wieder schwanger. Wir haben beschlossen, die Hanna soll noch ein Geschwisterchen bekommen. Für mich war klar, okay, es muss was geben, was ich von zu Hause aus machen kann. Aber es sollte mir Spaß machen. Ich sollte es mir selber einteilen können. Und es durfte auf keinen Fall mit einem Risiko verbunden sein. Ich als bald zweifach Mama wollte mich natürlich finanziell keinesfalls in irgendwelche Schwierigkeiten bringen.